Alexa, stopp. Hallo und willkommen zu diesem weihnachtlichen Want to Read. Ja, es ist soweit. Ich mache tatsächlich meinen Want to Read. Das mache ich eigentlich nie, weil ich weiß, dass immer was dazwischen kommt und ich kann das nicht so planen. Also, Maike von den Book Friends, ich bin da ganz bei dir. Ich finde das Format. Ich schaue das super gern bei anderen, aber für mich selber, yeah, no. Aber es wird auch ein Winter Want to Read geben, weil das ja ein längerer Zeitraum ist. Entweder kam der schon online oder es kommt noch online. Ich weiß nicht genau, wie ich aktuell. Ich habe super viele Videos gedreht, weil ich Zeit hatte und das Schneiden und Planen, das kommt alles noch. Aber es soll jetzt eben um Weihnachten gehen. Ich liebe Weihnachten. Ich bin ein großer, großer Weihnachtsfreak. Ich stehe dazu. Mein Baum steht auch monatelang. Hier zum Glück eine Kunsttanne. Er steht noch nicht. Wenn ich das Video jetzt drehe, ist es nämlich erst noch nicht mal Ende Oktober. Aber ich habe mich schon mal dekoriert. Ich habe hier meine schönen Weihnachtskranzohrringe und meinen Haarreif. Und da Weihnachtsfeiern dieses Jahr ausfallen, zumindest die physischen, und Weihnachtsmarkt, keine Ahnung, man weiß gar nichts. Ich hoffe wenigstens, das ist so mein Minimalziel, dass ich Weihnachten mit meiner Familie feiern kann. Eigentlich wollen wir auch wegfahren, aber naja, wie gesagt, Minimalziel, wenigstens die Familie sehen, gerne physisch. Weil so cool wie Skypen und so auch ist und FaceTime, Weihnachten am PC, uncool. Aber wir werden sehen, was passiert. Es ist sehr merkwürdig, sich jetzt da Gedanken zu machen. Es ist halt, wie gesagt, knapp Ende Oktober. Egal, es soll jetzt ja gar nicht um das alles gehen. Es geht um mein Want to Read für die Weihnachtszeit. Also für mich fängt sie ja jetzt schon an, Ende Oktober. Also könnte ich ja auch schon mal ein bisschen hier in die Bücher lesen. Aber Weihnachtszeit halt Dezember, ne? Und ich starte mal, und Dezember ist ein gutes Stichwort, Adventskalender. Das ist jetzt kein weihnachtliches Buch, aber es ist dieses Quarantäne-Kurzkrimi-Buch, was Sebastian Fitzek ins Leben gerufen hat, was auch, wenn ihr das kauft, den deutschen Buchhandel unterstützt, denn alle Einnahmen gehen zugunsten eines Charity-Projekts, das eben ganz besonders den Buchhandel unterstützt, Sozialwerk des Deutschen Buchhandels e.V. Es ist auch im Übrigen nicht eingeschweißt. Viele, viele Bücher machen das oder Verlage machen das mittlerweile. Das finde ich richtig toll, dass keine Folie mehr verwendet wird. Das muss auch bei Büchern nicht sein. Da haben ganz viele Autoren, also er hatte einen Instagram-Aufruf gemacht, ich habe das nicht mitbekommen, aber ich schreibe ja auch nicht. Und zwar sollten Leute dort Kurzgeschichten ihm schicken für dieses Projekt. Und aus 1142, deswegen heißt das Buch Identität 1142, Kurzgeschichten hat er eben, ich glaube 11, 12, wurden ausgewählt für dieses Buch. 13, eine Jury hat 13 Kurzthriller ausgewählt und dazu kommen noch 10 namhafte deutschsprachige Bestseller-Autoren. Und da sind so Leute dabei wie Charlotte Link, Frank Schätzing, Romy Hausmann, die hat mich bei ihrer Lesung nämlich auf dieses Buch überhaupt erst aufmerksam gemacht. Wolf Dorn hat geschrieben, Andreas Gruber, also Ursula Posnanski, man kennt ganz, ganz viele, Michael Zokos. Die anderen kenne ich zum Teil nicht, Vincent Kliesch, aber wirklich die Hälfte oder mehr als die Hälfte kenne ich vom Namen her auf jeden Fall. Und ich bin nicht der größte Kurzgeschichten-Fan, aber 23 Kurzkrimis. Ich musste sofort dran denken, dass man das doch wunderbar als Adventskalender lesen kann, denn jede Geschichte muss so um die... Alexa, rechne 350 geteilt durch 23. 7,2. Also, Alexa weiß Bescheid, es sind ungefähr 15 Seiten pro Tag. Das ist machbar, und wenn wir mal einen Tag nicht dazukommen... Alexa, stopp. Quatsch, die mir einfach dazwischen. Was soll ich sagen? 15 Seiten, und wenn man mal einen Tag nicht dazu kommt, wenn man vielleicht Abendessen ist, hoffentlich mit Freunden oder so, dann kann man ja am nächsten Tag auch 30 Seiten lesen. Also ich versuche das zu machen. Der Dezember ist eh immer relativ stressig, aber Lesezeit sollte drin sein. Ich versuche eben, tja, ein Buch in einem Monat zu lesen, ist jetzt machbar für mich. Und das als Adventskalender, jeden Tag eine Geschichte zu lesen, finde ich eine extrem coole Idee von mir. Ja? Könnt ihr gerne übernehmen, holt euch das Buch, wie gesagt, ist für einen guten Zweck. Und dann können wir jeden Tag einen Kurzkrimi lesen und der 24. bleibt dann eben frei. Oder ihr habt noch einen Tag Puffer, wenn ihr irgendwann mal gar nicht dazu kommt. Toll, oder? Der 24. muss bei mir frei bleiben, weil ich sehr wahrscheinlich dann meine Familie besuche, hoffentlich. Und dann schleppe ich das Buch nicht für 15 Seiten Rest mit. Aber vielleicht lese ich auch schneller als... Ich schau mal. Also Plan ist, das als Adventskalender zu lesen. Deswegen ein Weihnachtsbuch. Dann habe ich letztes Jahr von Ramona ein Buch geschenkt bekommen und ich weiß jetzt gar nicht, welche Ausgabe. Ich glaube, die große Ausgabe
Die war ihr Buch, was sie mir geschickt hat, und ich hatte aber schon oder habe es dann nochmal geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich das Buch doppelt und jetzt wird es endlich mal gelesen, damit ich weiß, ob ich es behalte oder weitergebe für jemand anderes. Und dann kann ich nämlich schon zwei Bücher, könnte ich dann weitergeben. Und zwar von Lo Malinke, Alle unter einer Tanne, genau, und Alle unter eine Tanne. So, das ist eine Familiengeschichte. Irgendwie, ich glaube, die Eltern sind schon längst getrennt, haben das ihren erwachsenen Kindern aber nie gesagt und jeder hat so ein Geheimnis. Und ich hoffe mir, dass es ein ganz lustiger Familien-Weihnachtsroman ist. Ramona fand ihn nur mittelgut, aber das macht ja nichts. Ich finde das Format einfach so süß, das kann man doch mal in die Tasche stecken und wenn man irgendwo, keine Ahnung, warten muss, hat man es immer dabei. Oder man kann es halt gemütlich zu Hause lesen. Ich habe eben, wie gesagt, noch die normale große Taschenbuchausgabe, kann ich auch parallel lesen, je nachdem, welches Format gerade mir passt. Und ja, das ist ein Weihnachtsbuch, deswegen muss es jetzt in der Weihnachtszeit gelesen werden. Genauso wie dieses Buch, das habe ich letztes Jahr, glaube ich, auch geschenkt bekommen. Das war auf meiner Wunschliste. Das ist ein Kinderbuch und ich glaube, das ist super schnell durchgelesen. Da sind auch Zeichnungen drin, zum Beispiel den Weihnachtsmann, würde ich sagen. Das ist Der Weihnachtsmann steigt aus von Astrid Göpfrich und Claudia Engel. Klingt total niedlich. Ich habe das irgendwo mal bei irgendjemandem gesehen und dann hatte ich es auf der Wunschliste. Ein überarbeiteter Weihnachtsmann, zwei Rentiere im Streik und keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Weihnachtsmann, das war einmal ein Traumberuf. Freundliche Kunden, Dienstschlitten gratis, pünktlicher Feierabend und viel Urlaub. Heute hingegen, Nachtschichten, wachsende Paketberge, streikende Rentiere und Danke sagt auch keiner mehr. Es hilft alles nichts. Der Weihnachtsmann schmeißt hin und muss zum Arbeitsamt, das auch prompt einen Job für ihn hat. Als Fahrkartenkontrolleur schenkt er jedem Schwarzfahrer 40 Euro, damit dieser sich ein Ticket kaufen kann. Da hat er doch alles richtig verstanden, oder? Das klingt total niedlich und ich hoffe, es ist auch so süß und witzig geschrieben. Und wie gesagt, es ist relativ groß geschrieben mit Bildern. Es ist ein Kinderbuch, würde ich sagen. 250 Seiten sollte ich mal lesen, ne? Sollte ich mal schaffen. Und drin ist es auch sehr hübsch. Da sind die Rentiere, die offenbar streiken. Ein Buch, was schon so viele Jahre auf meinem Sub ist, dass es, glaube ich, bei der Rache des Sub nicht auftauchen wird. Denn da schaue ich immer drei Jahre zurück. Dieses Buch ist... Ich bin der Meinung, länger auf meinem Sub. Ich habe es neu gekauft und es ist schon ziemlich vergilbt. Oben vor allen Dingen. Da, wo wahrscheinlich das meiste Licht hinkommt, ich weiß es nicht. Es ist ja jetzt auch umgedreht in meinem Bücherregal, denn die ungelesenen Bücher habe ich ja andersrum stehen. Mich stört es nicht, wenn es ausgibt. Und zwar habe ich das auf der Buchmesse in Frankfurt, als ich aber damals alleine da war. Also da hatte ich mit Booktube noch gar nichts am Hut, bin ich der Meinung. Und das habe ich mir da gekauft. Das war also dann im Herbst. Ich weiß es nicht, 2017 kann das nicht gewesen sein, 2016 vielleicht schon? Oh Gott, also es ist sehr lange her. Von wann ist denn das Buch? 2015. Vielleicht war es auch 2015. Gut, es ist schon viel zu lange auf dem Sub. Es ist Der Weihnachtstausch. Ich hatte mir damals zwei Weihnachtsbücher geholt. Das eine habe ich gelesen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das habe ich aber noch hier. Das ist von Fiona Harper. Und das klingt auch sehr lustig. Eigentlich wünscht sich Juliette nichts mehr, als ihren Lieben ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren. Doch als ihre Schwester Gemma dann noch ankündigt, lieber allein in die Karibik zu fliegen, platzt ihr der Kragen. Mit dem Resultat, dass Gemma einen gewagten Vorschlag macht. Sie wird gemütliche weiße Weihnachten mit ihren Nichten und Neffen verbringen, nicht zu vergessen mit Juliettes netten Nachbarn Will. Juliette dagegen übernimmt dafür Gemmas Luxustrip. Ungeplante Abenteuer inklusive. Ein Weihnachtstausch? Karibik gegen Winter Wonderland. Deswegen auch dieses Cover. Ja, und das klingt irgendwie nach einer süßen, lustigen, netten Geschichte, die man mal so lesen könnte, aber halt im Winter und zur Weihnachtszeit am besten. Auch das nächste Buch habe ich letztes oder vorletztes Jahr geschenkt bekommen. Das habe ich bei ganz vielen schon gesehen und auch das kann man, glaube ich, relativ schnell weglesen oder eben in der Winter-Weihnachtszeit immer mal wieder zur Hand nehmen. Und zwar ist das von Tolkien, dem Autoren von Herr der Ringe, J.R.R. Tolkien, Briefe vom Weihnachtsmann. Und ihr seht das hier hinten, die sind auch abgedruckt. Er hat wirklich, ich glaube für seine Kinder, was steht denn hier? Jedes Jahr im Dezember traf für Tolkiens Kinder ein Umschlag mit einer Briefmarke vom Nordpol ein. Er enthielt einen Brief in zittriger Handschrift und eine schöne, farbig ausgestaltete Zeichnung oder Skizze. Die Briefe kamen vom Weihnachtsmann und sie erzählten wunderbare Geschichten vom Leben am Nordpol. Die Neuausgabe der Briefe vom Weihnachtsmann enthält eine Vielfalt an Neuem, darunter Illustrationen und ganze Briefe, die in früheren Ausgaben fehlten. Okay, es gab also frühere Ausgaben dazu und ihr seht hier, es ist eben ja, auf Deutsch übersetzt, aber hier sind auch die jeweiligen Briefe abgedruckt. Und Tolkien hat ja eine wahnsinnige Fantasie. Er hat ja, wie gesagt, die Herr-der-Ringe-Welt erschaffen.
Guck mal, da ist sogar ein kleiner Polarbär gezeichnet. Und ja, man kann eben die englischen Briefe lesen, sofern man die Handschrift entziffern kann. Und dazu die Geschichten auf Deutsch lesen. Und auch das, da kann man, denke ich mal, immer mal wieder zugreifen und ein paar Seiten lesen. Das sollte nicht ewig dauern. Deswegen ist das jetzt hier auf meinem One-to-Read-Stapel. Denn es gibt jedes Jahr viele tolle neue Weihnachtsbücher. Aber solange ich die alten immer noch nicht gelesen habe, verbiete ich mir jetzt mal selbst, neue zu kaufen. Kann natürlich sein, dass ich welche geschenkt bekomme. Wie eben auch in diesem Stapel jetzt viele Bücher dabei waren, die ich geschenkt bekommen habe und immer noch nicht gelesen habe. Das soll sich diese Weihnachten ändern. Tschakka. Und ja, es würde mich jetzt super interessieren, welche Bücher ihr gern zur Weihnachtszeit lesen wollt. Ja, ob ihr vielleicht Lieblingsweihnachtsbücher habt, die ihr super gerne mögt, die ihr vielleicht jedes Jahr Weihnachten lest. Harry Potter mal ausgenommen. Das lesen, glaube ich, die meisten im Herbst oder machen dann nochmal ein Reread. Ich bin ja auch immer noch dabei. Jetzt stand Ende Oktober, wo ich das Video drehe, bin ich mitten im 5. Band mit Kali und Ruth. Und das ist auch ein ganz tolles Winterweihnachtsbuch. Aber so ein richtiges Weihnachtsbuch, wo das Thema Weihnachten ist, das würde mich mal interessieren, ob ihr da Lieblinge habt. Und dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Merry Christmas. Und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Bis dann. Tschüss.